Ja, hallo Leute, ich hoffe, euch hat mein Intro gefallen. Daran habe ich ziemlich lange gesessen, aber egal. Heute stelle ich euch die besten drei Apps von mir aus vor. Also Platz 3 ist Tiny Wings. Dies gibt's wo gibt's denn? Im App Store für 79 Cent zu erhalten. Meiner Meinung nach lohnenswert. Ja, und ich fange da mal an. Also auf meinem iPod habe ich eine Score auf mal 30, aber ist egal. Gehen wir hier drauf. Spielprinzip ist ziemlich simpel. Wenn man auf ein Display drückt, fliegt diese Ente oder dieser Vogel nach unten und wir müssen dann perfekt sliden, damit wir mehr Punkte bekommen, um in Fever Mode zu kommen. So. Das Spiel ist ziemlich cool und Suchtpotenzial ist auch relativ hoch. Früher habe ich es re relativ gesuchtet. Heißt, ich habe jede Nacht circa bis 2 Uhr nur an dem Spiel gesessen, um hier diese Moment, Objectives, die Objektive freizuschalten zu können, um damit einen höheren Highscore zu bekommen. Und ja, gehen wir weiter auf Platz 2. Ich finde, Platz 2 verdient von diesen Apps super safe. Dies gibt es, ich meine, für 79 Cent zu kaufen. Moment, ich frage mal. 79? Super safe, 79, ja. Ja, also mein Freund meint auch, es kostet 79. Aber Super Safe Hero, die Testversion ist auch eine sehr gute Testversion. Ja. So wie mein Freund gesagt hat, ist die Super Safe Hero Version auch gute Version des Spiels. Und ja, wie Super Safe schon verrät, man ist ein Torwart sozusagen und man muss die Bälle halten. Wenn man die fängt, bekommt man einmal mal zwei die Punkte. So, saved. Dann bekommen wir hier immer die Punkte. Oh ja. Man die Punkte zugerechnet. Wenn wir den fangen, bekommen wir mal zwei. Heißt, immer die Punkte, die wir gefangen haben, doppelt. So. Ich kann das jetzt gerade nicht so demonstrieren. Ich muss es richtig in der Hand halten. So. So, Platz 2 war Super Safe für 79 Cent im App Store erhältlich. Meine totale 1 sozusagen ist Mr. Ninja. Es hat mich von der ersten Minute an lang überzeugt und ich bin ein leidenschaftlicher Mr. Ninja Spieler. Doch mein Highscore auf diesem iPod ist leider ziemlich niedrig, da es nicht mein iPod ist. So, wenn ihr wollt, könnt ihr meinen Freund Daniel K. im wie heißt das? Game Center. Im Game Center, genau. Ich habe es gerade vergessen. Adden. Er heißt Dan the Man. Unten Strich 97. Auf Anfrage gebe ich euch auch meinen Namen raus und ihr addet mich. So, wir gehen hier auf Play, dann auf Normal Mode. Dann klicken wir nochmal hier drauf. Ich habe diese App kostenlos im App Store erstanden, sozusagen. Aber ich glaube, das war nur so eine kurze Aktion und die kostet jetzt leider 79 Cent. Wir können ja gleich mal gucken. Also das Spielprinzip ist auch relativ simpel und genial. Ich bin immer noch überzeugt von dieser App. Ich finde die einfach nur sowas von geil. Man sollte hier immer diese Monster treffen, damit man immer höhere Punkte für einzelne Gegner bekommt. Ja, ich würde dann mal sagen, bis zum nächsten Mal und gutes Gelingen beim Spielen. Dann bis zum nächsten Mal.